So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nio. Ich schaue noch kurz, Aufnahme läuft. Aufnahme läuft, perfekt. Wir stehen direkt in einem blutigen Grab. Ich überlege gerade, laut Karte müssen wir da lang. Und hier hinter ist irgendwo noch ein Kodama, naja. Wie war das? Ja, okay, ich muss mich nochmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Okay. Ich habe nämlich gestern erst Darksiders aufgenommen und das hat eine etwas andere Steuerung. So ganz geringfügig. Moment. Rübe runter. Rübe runter. Du bist ein bisschen weit weg. Rübe runter. Komm her. Aua, das tat weh. Die hat aber auch eine Trefferfläche, so eine Hitbox von dem, schon nicht ohne. Okay. So Nodachi ist schon übel. So. Geht doch. Aber ich muss mich ja erstmal noch ein bisschen einspielen. Ach, der hat mich gesehen. Kann ich auch. Es gibt hier einfach zu viele Schützen. So. Ach, hier liegt noch was. Okay. Wenn das nicht mal ein cooler Move gerade eben war, dann weiß ich auch nicht. Von hier aus komme ich da leider nicht hoch. Okay, das sind mir entschieden zu viele, die auf einmal auf mich feuern. Wow, das war knapp. Aber wieso komme ich da nicht durch? Okay. Jetzt habe ich hier noch einen Bogen. Mit dem kann man unter Umständen arbeiten. Ich habe ihn erwischt, was einfach nicht viel gebracht hat. Das hat jetzt was gebracht, aber ich nehme dafür selber zu viel Schaden. Mit dir komme ich nicht durch. Hier ist jemand von einem Krieger aufgeschlitzt worden. Er ist nicht erschossen worden.
Okay, die Geschosse gehen nicht durch dieses Zeug durch. Durch diese Stoffplane. Perfekt. Was zum... Okay. Verstehe. Das war viel Schaden. Wie auch immer man Leuten mit einer Kusarigama den Kopf abwirft. Ach, egal. Nicht nachfragen, einfach Leute aufschlitzen. Das funktioniert gut. So, du da hinten. Ja, okay, der Kerl hat halt einen Helm. Das ist immer etwas problematisch. Wenn der nicht vernünftig rankommt, dann kann ich ihn auch einfach die ganze Zeit tot werfen. So. Jetzt zu dir da vorne. Macht Schaden. Okay, das war gerade einfach nur schlecht gemacht für mich. Ich glaube, ich gehe wieder aufs Schwert. Vergiss es, an den schwierigen Stellen nehme ich einfach wieder mein Schwert. Und sag, scheiß doch der Hund drauf. So, komm her. So, den hier schön von hinten aufspießen, das sollte auch reichen. So, der da vorne würde mich so oder so bemerken. Kann ich den noch erstmal ranziehen? Tja, selbst schuld, wenn er erstmal sein ganzes Kiefer ballert. Ich könnte an denen eigentlich einfach vorbeirennen. Was auf Dauer nicht viel bringt. Aber was sind das hier für Vögel? Der hat nicht gegen uns gekämpft, der hat uns nicht angegriffen. So. Oh, Kodama. Den ich von hier aus nicht rankomme, aber von hinten komme ich da durch. Oder auch nicht. Wieso komme ich hier nirgendwo durch? Ach, da oben ist jemand.
Elixier. Und auch hier komme ich nicht durch. Super. Gebetsperlen. Du siehst mich nicht, du hast keinen Helm. So. Das war einfach nur ein sehr schneller Angriffswirbel. Hat funktioniert. Ach, da oben. Problem ist, der hat einen Helm. Das heißt, mit einem Bogenschuss kann ich ihn auf keinen Fall töten. Zwei brauche ich dafür mindestens. Ich schaue trotzdem, was das Gebäude da hinten ist. Ein Wetzstein. Sonst nicht viel. Ach, ich liebe ja solche Gegner. So. Du da vor. Oh. Der hat mich bemerkt. Ich würde sagen, der macht das anspruchsvoller, aber nicht unmöglich, was ich vorhabe. Hoppla, ich habe aus Versehen noch gedrückt gehalten. Aber von hier aus komme ich da hoch. Wenn ich mich nicht völlig dämlich anstelle. So. Da kann ich jetzt wieder auf das Kusarigama wechseln. Also wenn da einfach nur zwei Schützen stehen, die sind ziemlich schlapp normalerweise. Wow, mit der Kette beide Arme und den Kopf ab. Das halte ich für etwas unrealistisch, um ehrlich zu sein. Wie der lebt noch, so geht doch, jetzt ist er tot. Wie viele Pfeile habe ich denn auf den verschwendet? So, mein Freund, nur wir. Also, da möchte ich mal kurz sagen: Terrain zum Vorteil ausgenutzt. So, hier bin ich eben einmal verreckt. Was ist in der Truhe? Anhänger, ein Schwert und ein. Handschuhe. Naja. Und hier gibt es immer noch irgendwo einen Kodama, an den ich von hier aus nicht rankomme, aber ja gut, ich muss ihn ja auch nicht zwingend suchen. Was haben wir denn da? Wie komme ich da hin? Ich will da hin, da ist ein Schrein. Ach, der übliche Kanonendonner hier überall. Das scheint der richtige Weg zu sein. Aber da scheint es noch mehr zu geben. Na, ich gehe trotzdem jetzt erstmal durch den Fluss. Okay, großer Typ mit großem Schwert. Komm mal her.
Okay, er wehrt ab. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen aufs Schwert. Das war's. Wir gehen wieder aufs Kusarigama. Okay, der hat noch niemanden bemerkt und der scheint... ist da oben jemand? Ich weiß nicht, ob den jemand bewacht. So, gegen mehrere auf jeden Fall das Schwert. Okay, lästig, aber nicht unschaffbar. So, erster hin. So. Zu dir. So, geht doch. Und da oben sitzt noch ein Kodama drauf. Hm. Das hier ist gerade echt Kriegsgebiet. Das muss ich sagen, haben sie gut gemacht. Also das hat echt gerade was richtig Kriegsgebietartiges. Also, wie es halt sein sollte in diesem Setting. So, aufgespießt. Wir können hier allen Ernstes... Feuern wir dann auf eigene Leute? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Oh. Und tot. Und da oben ist noch nicht mal wer drauf. Zack, erwischt und jetzt. Wenn das nicht mal spektakulär aussah. Das muss man der Kusarigama lassen. Sie ist eigentlich eine verdammt unpraktische Waffe in vielerlei Hinsicht. Aber sowas klappt damit gut. Ich glaube, ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Schrein durch. Also der müsste ja hier einfach am Ende des Wasserweges irgendwo liegen. Oder wo führt mich das hin? Ne, es führt mich zum Schrein. Perfekt. Weil dann haben wir hier einen Speicherpunkt und müssen uns nicht wieder überall durchschlagen, auch wenn wir uns dann jetzt wieder durch ein paar Gegner prügeln müssen. Haben wir uns mal umgesehen, was es da gibt. Da gibt's wohl Schlimmeres. Und vor allem können wir zum Beispiel hier auch immer direkt auf die Türme und uns erstmal um einen hier kümmern, der uns dann schon mal nicht mehr nervt. Oh, da hat mich wer bemerkt. Oh, auf den könnte ich runterspringen. Irgendwer scheint uns bemerkt zu haben, ich weiß aber nicht wer. Hier geht's über die Brücke. Und da müssen wir auch weiter. Ich habe das Bedürfnis, mich erst um die Leute hier zu kümmern.
Ich sollte mich halt nur nicht einengen lassen. Wow, hoppla, das war falsch. Da bin ich schön in so einen Konter reingerutscht. So, jetzt zu dir, mein Freund. Den hat er gut geblockt. Den aber nicht. Hör mal auf zu blocken, du Sau. So, geht doch. Zum Glück droppen die auch so häufig Elixiere. So, hier habe ich jetzt aber nichts übersehen, oder? Da waren ja jetzt auch einfach nur Gegner. Gut, dann. Warum war der hinter den feindlichen Reihen? Na egal, er war etwas verängstigt. Oh, wen haben wir denn da? Einen Toten. Und da einen mit einer großen Axt. Und. Ach, du lebst noch, Freundchen. Die Leute sind Mitsunari echt ziemlich treu ergeben, habe ich das Gefühl. Ja, der bemerkt uns da. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen. Oh. Es gibt hier mehrere. Und ich komme von hier aus aber nicht dahin. Sondern von da. Ah, Moment. Ich verstehe. Das heißt, wenn ich von hier aus. Mich erstmal zum Beispiel um den hier kümmere. Zack. Oh, der lebt noch. Nicht mehr lange. Dann komme ich nämlich hier rüber. Zu den nächsten gefährlichen Gegnern. So, der andere hat mich noch nicht bemerkt. Das ist mal putzig. Zack und tot. Was ist hier drin? Sprenggeschosse? Shishi und Honig sind. Okay, also Doppelkatana. Geht's hier hoch? Nö. Aber wir haben die, die uns gestört haben, schon mal erledigt. Und damit können wir wieder zurück. Ach Gott. Da hätte ich immer eine. Lauferei. Ich glaube, ich könnte eigentlich erstmal einen Schnitt machen. Die Folge geht schon lang genug. Dann mache ich einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das ist konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Neo. Bei der Schlacht von Sekigahara. Bis dahin. Cheerio.